Sei der Busch. Sei der Busch. Sei der Busch. Hey, ich stech dich doch ab. Mit meinem langen Gewehr. Wow, sein Gewehr war länger und spitz. Wow, ich muss von hier anfangen? Jesus Christ. Weißt du was? Leck mich. Doch. Dann mache ich das halt so. Nur noch ein Schuss. Aufpassen, dass sie mich nicht flankieren. Nichts mehr hier mit Schleichen. So, ich muss da nach oben. Ich muss nur aufpassen, dass der andere nicht wieder auf mich zugerannt kommt. Sie sind Tote. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das sind nicht, glaube ich, nicht unsere Leute, oder? Mayday, Mayday, an alle freundlichen Einheiten in Reichweite dieser Übertragung. Lieutenant Wade Jackson fordert sofortige Unterstützung an. Sind Amerikaner auf diesem Scheißfelsen? Ach, der Keks hat es schon beantwortet. Verdammt. Ich spiele von COD immer nur die Kampagne. Multiplayer würde ich eher privat machen. Nüsse! Bei den Nüsse geschossen. Ob ich mich erschrocken? Das war sehr professionell, ja? Banse-Brudis.
Okay. Also im Dschungelkämpfe stelle ich mir richtig übel vor. Besonders wenn du den nicht kennst. Ja, endlich! Wir müssen aufpassen, weil die können genau das gleiche Spiel mit mir. Da sind sie auch. Oh, das sind eine Menge. Die, ja gut. Ich hatte keine Deckung. Nur Büsche. Wakata! Geh mal weiter. Besonders wenn alles an einem klebt und die Luftfeuchtigkeit ekelhaft dort ist. Ja. Das macht es auch nicht so cool. Der hat aber einen dramatischen Abgang gehabt. Ziemlich. Oh, da war ja richtig kacke. Lass mich in Ruhe. Oh, geil. Gut, dass man hier so einen Marker hat, ne? Sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so cool finde hier, diesen morschen Baum. Ich weiß nicht, ob ich das so cool hier finde auf dem morschen Baum.
Ich muss eigentlich auf Toilette, aber ich kann gerade nicht aufhören. Oh, das ist schon ziemlich assi hier mit diesem Stolperdraht. Ob das so eine gute Idee ist? Ja gut, eine Leuchtfackel. Soleman. Dafür, dass er verletzt ist, konnte er ziemlich gut noch rutschen. Doppel-Headshot! Das kann ich heute echt gut, oder? Trifft man nicht. Ja, weil ich den treffe. Hä? Sieh mir doch keinen Scheiß. Ich sehe schon, irgendwann laufe ich in so einer beschissenen Falle rein. Schön ist es ja aber. Hallo Kenzo-chan. Ja, ich spiele mal die Kampagne von Call of Duty. Alter, wo sind wir? Nirgendwo. Und da kamen wir. Wir haben ein bisschen aufgeräumt hier. Irgendwo im Ja, aber richtig. So, gehen wir mal hier lang. Matteo? Haltet durch, Kumpel. Ich komme. Slitz. Hallo Beutelteufel. Au. Ach du Kacke. Ich mag euch. Wirklich. Nein! Nani!
Ich habe heute einen Samurai tätowiert, Mann. Ich mag euch wirklich. Bitte. Oh, geil, Katana. Warte mal, so geil ist es jetzt doch nicht. Warte, das ist jetzt gerade nicht so cool. Sprichst du Japanisch? Hi! Kann ich mit dem Katana? Wo ist denn das Katana? Kann ich damit rumreden? Ich nehme auch den Flammenwerfer. Kein Katana für dich. Buka! Hallo Tim! Sie leben noch! Ja, ohne Scheiß! Leit sie los! Flugbetriebsmaschinenmarkt, dritte Klasse Hernandez. Der Undankbare ist Lieutenant Jackson. Wurden abgeschossen. Deshalb sind wir hier. Danke. Sergeant James Washington, Infanterie, 93. Division. Lenny, verarzte ihn. Habt ihr Flugzeuge? Wir müssen da wieder rauf. Flugzeuge? Wir sind schon froh über Munition. Der ist Ballast. Wird uns nur aufhalten. Hey, was soll das heißen? Schon mal geschossen? Bin durch die Grundausbildung wie du. Serge, wir kriegen Besuch. Ich will das Katana. Wo liegt denn das? Ich würde jetzt echt mit einem Katana hier rum. Denn ich habe jetzt den Steuerknüppel, Lieutenant. Ja, du bist nur Passagier. Ich habe auch einen Knüppel, ja? Okay, Leute, das ist nicht das Savoy. Weiter geht's. Ja, also. Ne? Oh, nimm das Katana! Manu! Feindliche Truppen! Das wäre doch mal cool, einfach mit dem Katana rumrennen. Du alter Übertreiber. Der flambiert die hier einfach. Gut, mir nach. Ach komm schon. Der weiße Junge kennt Schwergewicht-Champ Jack Johnson nicht. Aufgepasst. Ist noch ein weiter Weg. Besser als Laster aufladen, das steht fest. Hey, ihr seid also die 93. Nie gehört. Bestimmt hast du auch noch nie einen Schwarzen getroffen. Wir sind nicht gerade erste Wahl bei Anerkennung. Oh, ein farbigen Regiment. Yep. Wenn du Schlangen oder Tausendfüßler siehst, sag Bescheid. Wir heizen den Grill vor. Kann ich damit fahren? Moment, ich bin hier alleine unten. Siehst du was? Nein. Kann ich wieder hoch? Aber der Scharfschütze erwischte Thompson auf genau so einer Brücke. Wie kommen wir rüber? Wir locken die Scharfschützen raus. Palfrey, dein Job. Gibt's im Himmel Grütze? Find es raus. Lebendköder? Willst du freiwillig? Scheiße, nein. Dann halt die Klappe. Und behalt das Blätterdach im Auge. Los! Rauch! Auf meinen Befehl, zeigt mir euren besten Jesse Owens. Was? Das heißt, rennt wie der Wind.
Jetzt! Na gut. Alle in Ordnung? Ist noch alles dran. Okay, wir müssen zu den Bäumen. Ab ins Gras und unten bleiben. Sammelt euch unter den Bäumen, wenn ihr es rüber schafft. Okay. Bleiben wollt. Au. Oh Gott, hier ist schon wieder so eine scheiß Stolper. Bist du? Wieso? Was mache ich denn? Jetzt? Ja, ich bin jetzt hier. Sind nah dran. Ach so, ich muss auf die Lahmärsche hier warten. Schießt auf den Baum da! Schießt auf den Baum da! Abrücken! Was zum Teufel? Wozu die Seile? Die Spinne! Haut die Spinne! Was machen wir überhaupt hier draußen? Die 93. soll der 23. helfen, diesen Felsen einzunehmen. In der Nähe ist eine japanische Basis. Sie wird von einem aufgehöhlten Hügel aus beschützt. Der Rest meiner Jungs sitzt hinter einer verschlossenen Tür fest. Und wir sind der Schlüssel. Was zur Hölle heißt das? Wait, sei still und mach einfach, was er sagt. Wir sichern den Hügel und rücken zur Basis vor. Wie sollen wir auf diesen Hügel kommen, Booker? Durch Anklopfen. Laut. Hügel klopft man, ne? Von Duke Ellington vor. Auf den Kottenklopf steht jeder. Treibt eine Weg von der Straße! Ja zu, Brüte! Okay, in dieser Fähigkeit-Modus zieht er automatisch an. Krass. Boah, das ist schon mies, die kommen einfach aus dem Boden raus. Andere Straßenseiten. Ich spiel schon wieder. Nehme ich auch gern.